Ladies und Gentlemen, ich hätte fast vergessen, mein Mikro hier auszufahren. Wir haben erneut ein 1 gegen 1. Es läuft langsam. Wir kommen rein. Das ist jetzt das 6. Spiel von den ersten 15. Und wir haben heute Misfits Gaming als das erste Mal auf der Rift und Vitality als Gegner. Das heißt Paul gegen Yuki. Wir haben Lux gegen Rengar. Und Rengar, was ganz Besonderes, weil er wurde bisher immer gebannt. Das hatte Paul wahrscheinlich nicht auf dem Schirm. Hat, glaube ich, auch nicht die bisherigen Videos gesehen, daher vielleicht ein Nachteil dadurch. Aber wir schauen mal, vielleicht ist ihm Rengar auch einfach egal. Ne? Also, ich drücke hier auf jeden Fall beide die Daumen. Paul ist, ein sehr guter Kumpel von mir. Also, ich versuche so wenig biased wie möglich zu sein. wir legen hier los. Relativ Standardstart. Paul respektet die Tatsache, dass es Rengar ist und steppt nicht ab. Rechnet damit, dass er wahrscheinlich hier im Brush steht. Wir haben auf beiden Seiten Flash Ignite. Und die Conqueror-Wahl hier in dem Fall von Yuki, was ich interessant finde, weil, ja, ich glaube, er braucht einfach nur Burst. Aber ich will heute wieder versuchen, einfach etwas weniger sachlich zu kommentieren und ein bisschen mehr aufzuhypen. Da ich jetzt heute auch wieder alleine bin, muss ich hier ein bisschen für Unterhaltung sorgen. Und das versuchen wir einfach mal. Also ich glaube persönlich, das hier wird kein Farm-Matchup. Deswegen werde ich mir die Farm auch gar nicht so genau angucken. Und bin gespannt, was hier auf uns zukommt. So, Minions treffen ein. Jetzt muss sich Paul langsam nach vorne trauen. Sieht direkt den Rengar. Ja, Rengar ist halt einfach ein nerviger Dude, ne? Was will man sagen? Ich hätte auch absolut gar keinen Bock. Aber Paul bleibt ruhig bisher, stellt sich auch schön weit weg, sodass er aktuell nicht angejumpt werden kann. Und trifft die erste Kuh und einen schönen Auto-Attack hinterher. Guter Trade erstmal für Paul. Guter Start. Rengar muss jetzt hier auch mal ein bisschen was machen. Jumpt ihn einmal an, hat keine Lust, Kuh zu casten scheinbar. Und die Kuh ging ja absolut wild. Paul, das muss anders aussehen, wenn du hier was machen willst. Und da kriegt er direkt ein paar Autotext in die Fresse und in den Ignite. Und da ist das schon das First Blood für Rengar. Und da sehen wir hier einfach, ja, einen Grund, warum Rengar einfach mal bisher immer gebannt wurde. Weil er einfach mal insanen Damage raushaut. Aber hier ist noch nichts over. Er muss hier auch erstmal die Wave schaffen einzupushen. Ich glaube, das wird ihm nicht ganz gelingen, bis Lux da ist. Hat die W als zweites genommen. Und wir schauen mal, was Paul sich jetzt so einfallen lässt. Hat er irgendwas geholt? Er hat natürlich noch einen Hip-Hop geholt, alles klar. Wird dir wahrscheinlich nicht so viel helfen gegen den Burst. Aber alles, was dir ein bisschen Sicherheit gibt, mein Freund. So, Rengar wird jetzt resetten. Lux darf die Wave annehmen. Und wird dadurch, wenn er alles CS kriegt, wahrscheinlich auch ein bisschen nach vorne kommen in die CS. Schade, da den Kern verpasst. Ja, alles nicht so einfach in den Early Stages of the Game. Ich fühle mit dir, Paul. So. Die Frage ist aber, was machst du jetzt? Rengar hat auf jeden Fall kein Ignite. Wird dauerhaft die Fights suchen. Wahrscheinlich am besten einfach die Spells halten, bis er auf die drauf springt und ihnen dann einfach die volle Ladung ins Gesicht geben. Weil wir wollen den Rengar hier zumindest einmal sterben sehen, damit das hier kein glattes 2-0 wird. Aber wir schauen mal. Leicht gestackte Wave jetzt für Paul. Kann er vielleicht verwenden in dem Fight, wenn Rengar ein bisschen ballsy wird. Schauen wir mal. Mann, dieser Sound von Rengar fuckt halt auch einfach ein bisschen ab, ne? Aber ja. Yuki lässt sich hier einpushen. Vorher sage ich, und er springt in die Wave rein und nimmt ein bisschen Free Damage, aber ja, aktiviert auch nochmal die Q, verschwendet seine Stacks. Das sind deine Chancen jetzt hier, Paul. Schade. So, Rengar sucht jetzt mit den 4 Stacks hier den Root, trifft ihn, macht aber nichts weiter draus. So. Stackt jetzt hier wieder seine 4 Stacks hoch. Und dann wird es langsam problematisch hier für Paul. So, trifft aber eine sehr gute Kuh.
Rengar spart seine Stacks, weil er wahrscheinlich versuchen würde, danach direkt drauf zu engagen. Ja, er ist sehr geduldig, aber springt jetzt drauf. Das war die erste Kuh. Die zweite Kuh trifft die E und rennt sie jetzt einfach ein bisschen down. Braun hat noch Flash, hat noch Ignite. Flasht jetzt weg. Wird noch von Root getroffen, überlebt mit gefühlten 1 HP. Das war sehr eng. Beide jetzt ohne Flash, aber gleich beide wieder mit Ignite. Paul bleibt. Der will hier nicht downsteppen. Ich glaube, Backporten wäre besser für dich gewesen, Paul. Aber vielleicht siehst du mehr, als ich sehe. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Aber wir schauen weiter, wie das hier sich entwickelt. Rengar farmt auf jeden Fall ordentlich, habe ich das Gefühl. Ja, 31 zu 17 Farm. Sucht jetzt wieder mit den 4 Stacks den Engage. Aber Paul steppt weit genug zurück, sodass er es nicht tun kann. So, er hat wieder keine Stacks, Paul. Jetzt musst du was versuchen. Du gewinnst das hier nicht mehr über Farm. Muss hier ein bisschen was machen. Er springt drauf, macht den Doppel-Coup und das ist das 2 zu 0. Und damit Rengar scheinbar zu Recht bisher Dauerband gewesen. Ja, das ist auch damit das 1 zu 0 für Team Vitality. Schauen wir mal, wie das gleich weitergeht. Bis gleich.